und da kommt der Sieg langsam, aber sicher auf uns zu. Oh, gegen Ende holen die aber jetzt nochmal ordentlich auf, ey. Spawn Points wieder on point. Hey Leute, was geht ab und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge Star Wars Battlefront 1. Wir spielen mal wieder das Todesstern DLC und wir spielen das Ganze nicht in dem Vorzeigemodus des DLCs. Nice, erster Kill, Vorzeigemodus Kampfstation. So, Alter, wie... Was ist denn hier mit meinem Aim gerade los? So, geht doch. Wir spielen nicht Kampfstation, sondern Druidenalarm hier auf dem Todesstern. Das heißt, wir haben hier keine Schiffs- oder Flugphase, rein hier alles auf dem Boden. Da kann man sich die Map dann hier auch mal nochmal ein bisschen genauer anschauen hier. Jawohl, das hier war eine richtig geile Stelle hier mit den Aufzügen und dem Abgrund da so. Richtig nice. So, da kommen sie alle wieder. Ich weiß nicht, ob ich das optimale Loadout hier ausgewählt habe. Das ist so mein To-Go für den Todesstern. Das Schild braucht man auf jeden Fall hier für Druidenalarm. Ach, komm schon. Puh, gut, den hat irgendjemand anders gekillt. Oder habe ich jemanden mit wenig Leben gesehen, aber das ist gar nicht ein Gegner, der Ox ist. Nee. Gucken, vielleicht können wir die ein bisschen flanken so. Wenn wir hier lang gehen. Jetzt muss mein Aim natürlich dann sitzen. Nope, da ist gar keiner. Ah, shit. Nein! Die Deoxys ist noch durchgekommen. Aber mein Sperrfeuer nicht. Alter, ich komme ja gar nicht zurecht hier mit dem DL44. Ich gehe nochmal schnell zurück. Nice, jetzt sind wir sogar Merkmalstufe 2. Und jetzt haben wir es ja auch unter Kontrolle gebracht. Boah, da hat ein Druid auf mich geschossen. Gerade mal weg. Alter, jetzt gewinnen wir das schon. Junge, das gibt's doch nicht. So, Kopfschuss, easy, direkt den ersten Kill. Ich lasse das einfach. Die sollen das hier übernehmen, damit wir keine Prozente bekommen. Ich will das Spiel doch ein bisschen laufen lassen. Aber mein Team geht direkt drauf. Boah, was will der Junge? Weg mit dem. Hat sogar EE4 ausgerüstet. Das geht nicht. Und da kommt der Sieg langsam, aber sicher auf uns zu. Schön, wie ausgeglichen die Matches waren. Da haben wir es schon gewonnen. Kein einziges Mal gestorben. Weil die Runde so kurz ist, glaube ich, zocken wir einfach direkt nochmal eine zweite hinterher. Gut, und als zweite Runde haben wir jetzt Gefecht bekommen. Mal schauen, wie das so sein wird. Und die Teams sind dieses Mal auch, ja, einigermaßen zum Beispiel wenigstens fair ausgestattet. Mal gucken, wie es sich verhält mit der, mit den Skill der Spieler. Shit, da sind wir direkt am Anfang gestorben. Ich muss mich echt an den DL44 erstmal ein bisschen gewöhnen. Die werden hier auf jeden Fall chillen. Aber da kann ich nicht hin, wegen meiner eigenen Dioxis. Boah, die können jetzt echt von allen Seiten kommen, sag ich ja. Schön hier mein Sperrfeuer gemacht. Den weggemacht. Alter, den zweiten weggemacht. Den dritten mache ich jetzt auch noch weg, Junge. Der ist schon tot, aber für den habe ich keinen Assist bekommen. Hm, merkwürdig. Versuchen wir nochmal hier lang zu laufen. Ich kenne mich auch teilweise gar nicht mehr so gut hier aus, muss ich sagen. Oh, schön Dioxis, Junge, und schön EE4. Weg mit dem, Mann. Kann der das wagen, EE4 zu spielen? So, jetzt laufen wir nochmal hier einfach eine ganze Runde einmal außen rum. Das Team ist auch, obwohl ausgeglichen, also gleich viele Spieler, ist mein Team hier klar das deutlich überlegenere Team. Machen wir hier so und so und einfach mal alles aktivieren. Und ach, das ist gar kein Power-Up, egal. Hier ist sehr viel voll mit Deoxys. Ha! Alter, der eine hat den anderen blockiert und zur Strafe sind dann beide gestorben. Und Merkmal Stufe 3. Nice. Okay, der kommt von da. Ich glaube, das ist der Typ wieder, der das Scharfschützengewehr benutzt. Okay, da habe ich jetzt gar keinen Kill mitnehmen können. Aber mein Druide hat jemanden gekillt. Nice. Okay, der für denjenigen, der als nächster ankommt.
Oh, da sind entweder ganz in der Nähe welche oder viele. Beides, ganz in der Nähe und in der Nähe. Ganz viele. Da hat irgendjemand doch gerade was geschossen da unten. Hehe. Kann ich auch, Junge. Nein, das war mein Fehler, Junge. Mist. Ja, das ist natürlich ein gutes Versteck direkt dahinter. Schade, aber wir sind immer noch Erster. Beziehungsweise, was heißt immer noch? Ich habe das jetzt zum ersten Mal gesehen, dass ich überhaupt Erster war. Der Ox ist ein bisschen... Die haben sich da gut... Oh, jetzt bin ich hier aber... Man sollte was treffen, um zu gewinnen, auf jeden Fall. Okay, aber zwischen den Punkten hat sich nicht wirklich viel getan. Wir sind immer noch am Führen und die Teams sind noch keine neue dazugekommen. Ah, jetzt sind wir auf der Seite. Okay, okay, okay. Okay, der kriegt erstmal eine Dioxis ab. Den, und dann kam die von hinten, Alter. Von wo überall kommen die denn da? Boah, der eine hat die aber gerade niedergemetzelt. Und direkt hier schnell das Power-Up sammeln. Und dann wieder rein die Action. Kartenerinnerung. Jo, das kann ich auf jeden Fall gebrauchen. Vorne ist auch irgendjemand gestorben von meinem Team. Na komm, komm, komm. Und Dioxis. Kartenerneuerung. Und nochmal Dioxis. Da hat jemand sogar dummerweise die Tür aufgemacht. Und ich sterbe. Klar, wir sind da so zu fünft oder so. Und ich bin derjenige, der dann kassiert. Lass mich doch hier durch, Mann. Einfach im Boden festgesteckt. Okay, und wir gehen in den Flank-Modus rein. Mist, da hat der Typ das wohl geahnt. Okay, ich beschütze ihn kurz ein bisschen hier. Dem ist nichts passiert. Nice, weiter geht's. Ah, jetzt sind wir wieder hier. Jetzt verändern sich die Spawns wieder auf die andere Seite. Jetzt kommen die alle wieder von da. Puh, Alter, was machen die denn hier? Nope, keinen gekillt. Da war auch gar keiner weit breit, Alter. Der hätte ich auch mit einem Schuss fertig machen können. Okay, mich bei der Aktion auch noch selbst. Oh, ein bisschen konnten sie aber aufholen. Auf jeden Fall. Ach ey, manchmal versperre ich mir den Weg mit der Dioxis auch einfach selbst. Okay, hier kann ich ja auch wohl mal ein bisschen reinzoomen. Da kam der von hinten, darauf habe ich nicht geachtet. Oh, gegen Ende holen die aber jetzt nochmal ordentlich auf, ey. Spawn Points wieder on point. Nice, den haben wir fertig machen können. Da ist die Tür zu. Okay, das sind welche von uns. Egal, habe ich einfach sicherheitshalber mal das Schild aktiviert. 8 Kills brauchen wir noch. Danke für das Dioxis. Ach, für das Dioxis, Junge, für das Bagda meine ich natürlich. Wie auch immer ich den gerade killen konnte auch noch. Oh, zwei Leute gehittet. Jetzt kommen die wieder von der anderen Seite da an. Komm schon, Blaster, halt dich auf. Ach, hier, geh von der Kühlung runter. Und da ist der Sieg mit mir an der Spitze, Leute. Nice. Das waren doch jetzt mal zwei nice Runden. Auch wenn sie halt eben ja, relativ unausgeglichen waren, beziehungsweise hier am Ende haben die ja nochmal ordentlich aufgeholt. Ich bedanke mich wieder fürs Zusehen, Leute. Vielen Dank und bis zum nächsten Mal.